Die kalten und scheinbar endlosen Weiten der Arktis. Das Weiß des Schnees lässt einen erblinden. In diesem weitläufigen, leeren Raum gibt es einen dunklen Punkt. Beim Näherkommen stellt er sich als kleine Forschungsstation heraus. Eine alte Antenne auf dem Dach zittert im starken Wind. Du sitzt in dieser Hütte mit warmen Kleidern und heißem Tee. Ein Stromgenerator brummt unter dem Tisch. Er ist mit einem Fernseher und einer Spielekonsole verbunden. Du nimmst den Controller und wählst das Game aus, das du herunterladen willst. Es ist ca. 650 GB groß. An einem solchen Ort könnte der Download mehrere Jahrhunderte dauern. Doch du drückst die Taste und das Spiel ist in unter einer Sekunde auf die Konsole heruntergeladen. Willkommen in der Welt mit dem schnellsten verfügbaren Internet. Das Internet arbeitet bereits mit Lichtgeschwindigkeit. Handys benutzen eine spezielle Frequenz von Radiowellen, die so schnell wie das Licht sind. Du siehst dir dieses Video mit Hilfe eines Internets mit Lichtgeschwindigkeit an. Die meisten der Daten werden über einen Kupferdraht oder ein Glasfaserkabel übertragen. Das passiert so schnell, dass wir kaum einen Unterschied bemerken, ob Lichtgeschwindigkeit oder nicht. WLAN arbeitet ebenfalls mit Funkfrequenzen, um Signale zwischen Geräten zu übertragen. Fakt ist, dass die Geschwindigkeit des Internets nicht davon abhängt, wie schnell eine Datei von einem Gerät zum nächsten wandert. Es geht darum, wie viele Daten über eine bestimmte Zeit übertragen werden. Stellen wir uns doch mal vor, dass Daten jeglicher Größe mit Lichtgeschwindigkeit geladen werden können. 300 GB mehrerer 8K-Filme, 400 GB eines Videospiels mit ultra-realistischer Grafik, 1 Terabyte eines Projekts für eine Grafikdesign-App und all das wird in einer Hundertstel Sekunde auf dein Gerät heruntergeladen. Das Internet ist eine Verbindung zwischen Computern. Damit das alles korrekt arbeitet, verbinden die Computer sich mit einem Router. Es stellt sicher, dass die Nachricht von einem Computer ohne Verwirrung den nächsten erreicht. Wenn es zu viele Computer gibt, brauchst du mehr Router, die sich mit den anderen Routern verbinden. Dieses Netzwerk kannst du unendlich ausbauen. Um Millionen von Häusern an das Netz anzuschließen, können Entwickler Telefonkabel verwenden. Damit dieses komplexe System stabil ist, wird es von Internetprovidern betrieben. Das sind Firmen, die wir bezahlen, um aufs Internet zugreifen zu können. Einfach gesagt, werden sämtliche Informationen aus dem Internet über ein Kabel direkt zum WLAN-Router geschickt. Der verwendet Radiowellen, um drahtlos Daten auf einen Computer oder ein Handy zu übertragen. Deine Geräte sind außerdem mit einer Antenne ausgerüstet, die Signale über Radiowellen empfangen und senden kann. Die Internetgeschwindigkeit sinkt, wenn sie durch verschiedene Router, Empfänger und andere technische Hürden wandert. Provider schränken die Geschwindigkeit bewusst ein und erhöhen sie, wenn du mehr bezahlst. Die Internetgeschwindigkeit wird außerdem von der Anzahl der Nutzer und Nutzerinnen beeinträchtigt, die mit dem gleichen Netz verbunden sind. Das ist wie ein Stau auf einer großen Autobahn. Je mehr Autos darauf fahren, desto langsamer geht es voran. Genauso werden deine Daten auf deine Geräte geladen. Um das Internet mit Lichtgeschwindigkeit überall zu verbreiten, müssen Entwickler die Kabel ausbessern, durch die Daten wandern. Die Anzahl der Netze und Router sollte erhöht werden. Die verstopfte Autobahn wird noch breiter werden und Autos werden in der Lage sein, mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Provider sollten außerdem sämtliche Einschränkungen beseitigen. Jedes Mobilgerät und jeder Computer sollte eine Hochfrequenzantenne haben, die Signale von einem ultraschnellen Router empfängt. Mehrere riesige Router sind über den ganzen Planeten verteilt. Sie sehen aus wie gigantische Kisten ohne Fenster und mit enormen Antennen auf dem Dach. Tief in der Erde sind dicke Kabel, die für ultraschnelle Datenübertragungen sorgen, mit diesen Kisten verbunden. So wie das Signal aus dem Kabel in die Kiste gelangt, wird es über Radiowellen ins All geschickt. Tausende Satelliten umkreisen den Planeten und fangen diese Wellen ab, um sie über die ganze Welt zu verteilen. So hast du jederzeit und überall Zugriff auf ein Internet so schnell wie das Licht. Filme und Videospiele werden um ein Vielfaches schneller kreiert. Viel Zeit wird darauf verwendet, 1 Terabyte an Grafikdaten von einem Computer zum nächsten in einem anderen Land zu übertragen. Jetzt mit dem Super-Internet bekommen Entwickler Daten in jeder Größe in Sekundenschnelle. USB-Sticks und Festplatten werden nicht länger gebraucht. Alles wird in der Cloud aufbewahrt. Von dort kannst du jede mögliche Datei 1000-mal schneller auf deinen Computer herunterladen, als du sie über USB übertragen würdest. Firmen, die Cloud-Speicher zur Verfügung stellen, werden zu den reichsten der Welt. Internetzugriff hast du im Fahrstuhl und in der U-Bahn, in tiefen unterirdischen Bergwerken und mitten im heißen Sand der Sahara. Handys werden ohne internen Speicher und mit einer unfassbar coolen Kamera herausgebracht. Du kannst eine unendliche Anzahl an Videos in 16K-Qualität aufnehmen und musst nicht darüber nachdenken, wo du sie abspeichern sollst. Du kannst Farbkorrekturen vornehmen, Spiele entwickeln oder sämtliche Fotos auf deinem Handy bearbeiten. Du brauchst keine mächtigen Prozessoren für diese Vorgänge. Alles funktioniert über das Internet.
Du verbindest dich per Fernbedienung mit einem mächtigen Computer und kannst von überall arbeiten. Aus diesem Grund ist der Markt für teure Computer eingebrochen. Niemand möchte mehr Geld für coole Grafikkarten ausgeben, denn nächstes Jahr kommt schon eine neue. Es ist sehr viel einfacher, sich mit dem Computer zu verbinden, auf dem sie bereits installiert ist. Selbst in unserer Zeit gibt es schon unzählige solcher Firmen. Wenn deine Internetverbindung schnell genug ist, kannst du ein neues Videospiel auf deinem alten Computer oder deinem Handy zocken. Das Super-Internet schafft das perfekte Klima für die rasante Entwicklung moderner Technologie. Virtual Reality-Linsen zum Beispiel. In einem Flugzeug, in einem U-Boot, in der Wüste. Du kannst dir die hochauflösendsten 360-Grad-Videos ansehen oder Games mit erweiterter Realität spielen. Die Spezialeffekte und Grafik solcher Spiele lassen sich von der Realität nicht mehr unterscheiden. Künstliche Intelligenz kann Daten aus der ganzen Welt simultan verarbeiten, innerhalb von Sekunden. Dank dessen machen Menschen neue Entdeckungen in den Feldern Medizin und Genetik. Die Wissenschaft entwickelt eine Maschine, die den menschlichen Verstand ins Internet hochladen und wieder herunterladen kann. Der Cloud-Speicher jedes Nutzers und jeder Nutzerin sammelt so viel Müll an, dass die Leute spezielle Firmen dafür bezahlen, mehrere Terabytes nutzloser Daten aufzuräumen. Eine riesige Menge an Energie wird verbraucht. Das führt zu einem Anstieg der Strompreise. Um Geld zu sparen, bauen die Leute kleine Windfarmen im Garten, um Strom zu produzieren. Viele Leute bauen Tunnel, um unterirdische Flüsse zu erreichen. Mithilfe spezieller Ausrüstung und einer starken Strömung kannst du dein eigenes Wasserkraftwerk zu Hause bauen. Die Dächer der meisten Häuser sind mit Solarplatten bedeckt. Das Internet ist inzwischen so normal für die Welt wie die Luft. Es gibt keinen einzigen Ort mehr, an dem du nicht damit verbunden bist. Manche Vlogger und Vloggerinnen legen ein Handy in eine Kiste aus Refraktärmetallen und werfen sie in den Krater eines wütenden Vulkans. Selbst da bricht die Verbindung nicht ab, erst als das Handy schmilzt. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Gesamtheit aller Daten im Internet auf das Tausendfache vergrößert. Milliarden von Petabytes müssen irgendwo gespeichert werden. Entwickler auf der ganzen Welt bauen Datenzentren, um die Cloud-Speicher zu unterstützen. Es gibt sie unter Wasser, unter der Erde, in den Bergen und sogar in den Wäldern. Die Wissenschaft weiß, dass es in der Zukunft nicht ausreichend Datenspeicher geben wird. Hinzu kommt, dass all diese Zentren viel Strahlung abgeben, was schlecht für die Menschen wie auch die Erdatmosphäre ist. Aus diesem Grund tun die IT-Firmen der Welt sich zusammen, um einen gigantischen Datenserver im All zu bauen. Der soll als Raumstation unseren Planeten umkreisen. Entwickler installieren dort spezielles Equipment, um den Betrieb der Clouds zu gewährleisten. Jedes Jahr nimmt die Station an Größe zu. Ihre Energie bekommt sie von Solarplatten. Nach ein paar Jahrzehnten ist das Datenzentrum ein Würfel halb so groß wie die Erde. Du kannst aus dem Fenster sehen und am blauen Himmel seine Silhouette erkennen, besser als die des Mondes. Nachts leuchten Millionen von Glühbirnen auf seiner Oberfläche. Ein riesiger Bereich des Mondes ist mit Solarzellen ausgelegt, die den Würfel mit zusätzlicher Energie versorgen. Jetzt sieht er aus wie eine Disco-Kugel. Die Menschheit besiedelt den Mars und bringt das Super-Internet dorthin. Jetzt kannst du eine Freundin auf dem roten Planeten mit einem Videoanruf in bester Qualität erreichen.